Gary Kessler wurde 1963 in Mödling geboren und erlernte eigentlich den Beruf des Feinmechanikers, bevor er beschloss, die Welt zu erkunden und sich in so illustren Berufen wie Opalschürfer oder Zirkuskoch durchs Leben schlug. Nach einer Ausbildung zum Visagisten übersiedelte er nach Paris und arbeitete unter anderem für Thierry Mugler, Vivienne Westwood oder Jean-Paul Gaultier. 1993 erfand er den Liveball, der heute zu den weltweit erfolgreichsten Charity-Veranstaltungen zählt. Wie kamst du auf die Idee, den Liveball im Rathaus stattfinden zu lassen? Der Wunsch, den Liveball, eine AIDS-Charity damals, die einmalig geplant war, hier stattfinden zu lassen, war natürlich ein bedeutungsvoller, weil es eine ganz düstere, gotische Aktenburg ist und auch damals das einzige politische Gebäude der Welt war, wo eine AIDS-Charity stattfinden durfte, bei der sich alle Gesellschaftsgruppen vereint haben, egal ob hetero oder schwul oder jung oder alt oder reich oder arm. Wie war dein Verhältnis zu Helmut Zilk? Der Zilk, obwohl er mich geduzt hat, war für mich bis zu seinem Ableben immer eine Autoritätsperson und ein großes Vorbild. Der hat sie durch nichts unterkriegen lassen und er ist auch ziemlich oft angefeindet worden. Aber er hat ein natürliches und ein sehr professionelles Gespür gehabt, Dinge im Sinne auch der Zeit und der Anliegen zu begreifen. Er war ein Visionär für mich in Sachen Liveball, während alle anderen sich bekreuzigt haben und Panik ausgebrochen worden ist, hat der Zilk das wie ein Trüffelschwein gerochen und hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt in diese Veranstaltung. Schon mit viel Sorge auch. Also er ist ja ein Riesenrisiko eingegangen. Kritikerinnen und Kritiker bemängeln, der Liveball hätte sich von der schwulen Szene weit entfernt. Der Liveball hat natürlich eine Entwicklung in allen Bereichen. Um Gottes Willen, wenn wir dieselben Trends auslösen würden oder uns statisch verhalten würden wie 1993, dann würde es längst kein Liveball mehr geben. Er ist einer Wandlung unterlegen, wie alles in den letzten fast 20 Jahren. Vieles darf Gott sei Dank nach außen hin viel offener sein. Das meine ich jetzt nicht nur, was HIV und schwule Themen anbelangt. Der einzige Liveball, der wahrscheinlich wirklich ein reines Szene-Event war, war der allererste Liveball. Ein Event, den man sicherlich nicht wiederholen kann, weil keiner gewusst hat, was passieren wird. Er war von einem Engagement getragen von vielen Menschen, die heute nicht mehr leben. Und auch die Klientel natürlich war viel betroffener von HIV und AIDS, zumal es damals noch immer ein Todesurteil war.